Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich bin da jetzt Rentnerin. Nicht. Wir hatten so viel Geld. Meine Atlas-Zeder, die wo hier stand, die habe ja alles fällen lassen müssen. Die hat beim Nachbar Risse verursacht in seinem Haus. Und ein bisschen später kam er dann mit der Trockenheit vom Boden, auch durch die Atlas-Zeder. Und es hat Senkung in seinem Haus verursacht. Das hätte ich nie im Traum gedacht, dass mal sowas auf mich zukommt. Ich habe Schlafstörungen. Ja, mir geht es einfach nicht mehr gut. Und ja. Belastung, seelische Belastung. Ja, bald Depressionen. Also das Gericht hat ganz deutlich gemacht, dass die Beklagte keine Schuld trifft. Es hat auch keinen Fahrlässigkeitsvorwurf erhoben, weil man damit einfach nicht rechnen konnte, was da passiert ist. Der Sachverständige hat halt festgestellt, dieser Baum und der Bewuchs seien ursächlich gewesen für das Schrumpfen des Erdkörpers. Und das Schrumpfen des Erdkörpers wiederum sei ursächlich geworden für das Kippen der Bodenplatte. Und aufgrund des Kippens der Bodenplatte wiederum ergeben sich die Risse am anderen Ende. Ich hatte 12.000 Quadratmeter, alles voll mit Bäumen und war nie ein Problem. Schwierig, ich meine, das kann man ja so nie abschätzen, wenn man irgendwie mal einen Baum pflanzt oder so, dass sowas passieren könnte. Also ja, klar, irgendjemand muss dafür aufkommen wahrscheinlich. Aber hartes Urteil irgendwo, ja. Aber ich finde solche Nachbarschaftsstreitigkeiten ganz furchtbar. Und ich denke, da muss man andere Wege finden. Kann ich jetzt auch nicht sagen, wie, aber das finde ich ganz verkehrt. Ja, ich müsste halt einen Beruf umgehen, ja. Das wäre die einzige Hoffnung noch. Wenn natürlich da auch wieder verliere, dann weiß ich nicht, wie es weitergehen soll. Dann bin ich am Ende, dann ist meine Existenz weg. Dann bin ich ruiniert. Dank des Nachbarn.